Auf mein Wort und das meines Ordens.
Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Typhon. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Zu sehen, wo die ersten Jedi wandelten, zu trainieren, wo sie es taten, ist eine große Ehre. So eifrig. Eure neue Meisterin kommt sicher gut mit euch aus. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Typhon, um euch auszubilden. Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das ist... Yuan, da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Zu euren Diensten, Meisterin. Typhon ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit Neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Können wir die Hologramme schützen? Jemand muss an den Fleischräubern vorbei und die Hologrammprojektoren bergen. Das soll die erste Aufgabe deiner Ausbildung sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus. Auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Ich berge also die Hologramme und achte auf Fleischräuber. Wo soll ich anfangen? Die Hologramme sind in den Narts. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Padawan! Kommt zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ich bin immer schon davon ausgegangen, dass meine Prüfungen eine Herausforderung sein würden. Normalerweise minimieren wir die Gefahr, bis ein Padawan sich eingelebt hat und ausgebildet wurde. Ihr seid Yuans Schülerin, richtig? Wir könnten eure Kampfkenntnisse sicherlich gut gebrauchen. Die Kurzversion ist, dass Fleischräuber das Trainingsgelände überrannt haben. Und nun ist eine Gruppe Padawane ohne jegliche Kampfkenntnisse in den Hügeln gefangen. Meisterin Yuan erwähnte die Einheimischen kurz. Sie sind Wilde, die von Zeit zu Zeit die hiesigen Siedlungen überfallen und diejenigen verzehren, die ihnen in die Hände fallen. Vor dem heutigen Tag dachten wir, dass sie Technologie nicht verstehen würden. Aber nun setzen sie Blaster und Vibroklingen gegen Padawane ein, die noch nicht einmal Selbstverteidigung gelernt haben.
Ich werde diesen Fleischräubern beibringen, dass sie unsere Grenzen zu respektieren haben. Es geht hier nicht um Aggression, Padawan. Denkt daran. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin froh, mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. Aktivierungsprotokoll gestartet. Nach dieser langen Stille kommt endlich doch noch jemand. Ich bin Garon Chad. Vor Jahrtausenden war ich einer der Gründer des Jedi-Ordens. Für ein Hologramm seid ihr erstaunlich wortgewandt. Wir brauchten ein würdiges Gefäß für unser Wissen. Als der Jedi-Orden seinen Anfang nahm, erkannte ich, dass wir uns dem Frieden verschreiben mussten. Wir mussten unsere Emotionen beschwichtigen und den Krieg in der Galaxis beenden. Wenn wir kämpften, dann nur, um uns zu verteidigen. Das ist das Grundprinzip der Zivilisation. Ohne Frieden gäbe es keine Kunst oder Kultur, keine Politik. Keine Republik. Die Jedi mögen sich verändert haben, aber der galaktische Frieden ist nach wie vor eines unserer Ziele. Aktivierungsprotokoll beendet. Viel Erfolg.